Hast du mal ein Blässhuhn tauchen sehen? Immer wenn das runtergetaucht ist und wieder hochkommt, ist das total trocken. Oder sieht zumindest total trocken aus. Das funktioniert bei uns Menschen leider nicht. Nicht nur beim Tauchen oder Schwimmen gehen, sondern vor allen Dingen auch bei all den anderen Herausforderungen, die uns im Alltag begleiten. Und vor allen Dingen auch bei Bewegungen, die etwas ausführlicher bleiben, bleiben wir oft nicht trocken. Was ich damit aber viel stärker verdeutlichen möchte, ist die Tatsache, dass wir, wenn wir etwas Neues machen, wir dabei nass werden. Also, dass wir uns auch mal nass machen müssen, sprichwörtlich gesehen, für dass neue Dinge, Veränderungen auch etwas Unangenehmes, durchaus Unangenehmes mitbringen können. Etwas, wo wir uns nicht mehr in der kuschelig warmen Ecke verstecken können, sondern wir mal etwas wagen müssen. Und deswegen, du wirst das nicht hinkriegen wie dieses Blässhuhn, das jetzt schon wieder auf der Suche ist, nach dem nächsten Tauchen, trocken wieder hochzukommen. Und solange du das versuchst, trocken zu tauchen, trocken neue Ziele zu erreichen, wirst du immer nur ganz, ganz kleine Schritte um dich herum machen. Und du wirst garantiert auch nicht dich gesundheitlich und von deiner Leistungsfähigkeit so entwickeln können, dass du sagst, wenn du nicht mal in der Lage bist, ein 3x3 gleich 3 in deinen Alltag zu integrieren und damit immer mal kurz in diese kleine nasse Zone zu kommen, wo Herausforderungen auf dich warten, dann wirst du dich auch nicht so entwickeln können, wie du es eigentlich imstande wärst. Und deswegen einfach mal ein bisschen nass machen. Mal ein bisschen frisch, mal ein bisschen kälter und dann darüber weiterkommen. So, ich gehe da jetzt aber nicht rein, also das machen wir heute nicht.